Hey Leute, sicher jeder von euch hat schon mal überlegt, die Schule hinzuschmeißen oder der eintönigen Arbeit den Rücken zuzukehren, um auf einem leichten und schnellen Weg so richtig viel Geld zu verdienen. Oder? Doch mal ehrlich, vermutlich wird das Ganze wohl für immer ein Wunschdenken bleiben. Oder? Naja, würdet ihr die folgenden Methoden nutzen, was wir euch natürlich auf gar keinen Fall empfehlen, dann könntet ihr bis zu 420 Millionen Dollar in der Woche verdienen. Ihr glaubt nicht, dass das geht? Dann bleibt dran. Bankraub. Ja, den meisten von euch war vermutlich schon klar, die Dinge, die wir euch heute nennen, sind natürlich alle hochgradig illegal und ihr solltet das alles natürlich auf gar keinen Fall machen. Spannend ist es aber dennoch. Das erste, was einem einfällt, wenn man daran denkt, an möglichst viel Geld zu kommen, ist ein Bankraub. Aus dem Fernsehen weiß doch jeder, dass es dazu nur eine Skimaske, Handschuhe und eine Pistole braucht. Das kann doch dann gar nicht so schwer sein. Falsch. Zumindest wenn ihr nicht im Wilden Westen lebt, bedarf es da schon einiges mehr, um erfolgreich eine Bank auszurauben. Man muss nämlich ziemlich viele Dinge bedenken und vor allem, was man vor und nach dem Raub macht. Wie komme ich zur Bank? Wie komme ich unerkannt wieder weg? Und wie gebe ich die Beute möglichst unauffällig wieder aus? What? Beim Bankraub ist die Taktik, sich in der Bank zu verstecken und einschließen zu lassen, sehr beliebt. Wenn dann in der Nacht oder am Wochenende niemand mehr da ist, kann man in Seelenruhe die Schließfächer und Tresore ausrauben. So ist es zum Beispiel auch im Februar 2003 im Diamond Center in Antwerpen passiert. Dort fand der größte Edelsteinraub der Geschichte statt, bei dem die Diebe an einem Wochenende Edelsteine und andere wertvolle Gegenstände im Wert von mindestens 100 Millionen Euro erbeutet haben. Aber natürlich kann man eine Bank auch mit Gewalt ausrauben. Durch eine Geiselnahme verschafft man sich ein Druckmittel, mit Drohungen werden die Angestellten der Bank unter Druck gesetzt. Beutel aufhalten, Geld rein und dann nichts wie weg. Naja, aber mal im Ernst, für alle, die nun eine Bank ausrauben wollen, empfiehlt es sich wohl erstmal online bei GTA zu üben. Denn da landet ihr dann auch garantiert nicht in einem echten Gefängnis. Illegales Glücks Spiel. Seit einiger Zeit sieht man ständig Werbung für Online-Casinos und an gefühlt jeder Ecke gibt es eine Spielothek oder ein Wettbüro. Und hey, wer kennt nicht das berühmte Las Vegas? Schnell viel Geld verdienen? Da scheint das Glücksspiel doch die richtige Wahl zu sein. Ein bisschen Blackjack hier, Roulette da, vielleicht nochmal an den Spielautomaten und schon kann sehr viel Geld verschwunden sein. Ja, was habt ihr denn jetzt gedacht? Jeder weiß doch, dass man beim Glücksspiel nur verlieren kann, oder? Tatsächlich nein, ihr müsst nur die Seiten wechseln. Die Betreiber von Casinos, Spielerhallen und Wettbüros verdienen sich eine goldene Nase, während die armen Kunden zumeist leer ausgehen und ihr ganzes Geld verspielen. Zwar gibt es zum Glück bestimmte Auflagen und eine teure Lizenz, die man haben muss, um solche Glücksspiele und Wetten legal anzubieten, doch oft genug werden diese Kosten umgangen. Illegales Glücksspiel wird leider immer häufiger. Man muss nur Wetten oder Glücksspiele veranstalten oder einen Ort dafür bereitstellen und schon flattert das Geld ins eigene Haus. Das Ganze muss natürlich vor dem Gesetz verschleiert werden, wenn man keine Lizenz hat und einigen gelingt das auch eine Zeit lang. Tja, und so schnell kann's gehen. Jetzt seid ihr nicht mehr der Verlierer im Casino, sondern seid der Gewinner auf der anderen Seite des Roulette-Tischs. Bis ihr dann erwischt werdet. Phishing. Sie haben 1 Million Euro geerbt. Melden Sie sich jetzt. Oder Ihre Kontodaten bei Amazon sind fehlerhaft. Bitte korrigieren Sie diese. Na, habt ihr so eine Mail schon mal bekommen? Das ist tatsächlich eine Phishing-Mail. Ähnlich wie beim Fischen mit Angeln und Köder werden auch beim Online-Phishing Köder verwendet, um Daten zu fangen. Meist handelt es sich dabei um E-Mails mit einem wichtigen Hinweis von der Bank, PayPal oder Amazon. In der Mail werden die Opfer aufgefordert, auf einen Link zu klicken und ihre Daten einzugeben. Klickt man dann auf den Link, öffnet sich eine Website, die 1:1 so aussieht wie die originale Website der Firma. Gibt man nun im Formular der Website seine Daten ein, so hat der Hacker gewonnen. Die Daten können dann verkauft werden oder werden benutzt, um die entsprechenden Konten zu übernehmen und leer zu räumen. Und ja, erschreckenderweise haben sich seit 2015 die Phishing-Fälle vervierfacht. Also, warum nicht darüber Geld verdienen. Die Hackergruppe Fin7 hat bereits gezeigt, dass man mit einem guten Angriffsplan bis zu 50 Millionen Dollar im Monat ergaunern kann. Insgesamt wurden von der Gruppe sogar 1 Milliarde Dollar mit Phishing verdient. Sie riefen Banken und Kreditinstitute sowie große Unternehmen zunächst an, um seriös zu wirken. Dann versandten sie die heimtückischen Mails, die genau auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt waren und diesen somit die Daten entlocken konnten. Ihr seht also, es erfordert lediglich ein gutes Formulierungsgeschick und eine entsprechende Website, um ein persönliches Daten und Zahlungsinformationen zu gelangen und sich daran zu bereichern. Aber auch das, liebe Freunde, ist am Ende natürlich hochgradig illegal.
Hacking. Ich glaube, jeder von euch hat den Begriff Hacking schon mal gehört. Doch was ist das überhaupt? Ist es wirklich immer eine vermummte Gestalt, die in einem dunklen Raum vor einem schwarzen Bildschirm mit grüner Schrift sitzt und eifrig auf einer Tastatur tippt? Naja, fangen wir mal ganz von vorne an. Allgemein bedeutet Hacking lediglich, durch den Einsatz von Technologie bzw. technischem Know-how Hindernisse zu überwinden. Zwar illegal, aber äußerst lukrativ. Zumindest dann, wenn es sich bei diesen Hindernissen um Firewalls und andere Sicherheitssoftwares handelt. Hacker können nicht nur durch das eben genannte Phishing, sondern auch durch andere Methoden Daten klauen. Und genau das ist das Hauptziel. Daten. Und davon so viele und sensible wie möglich. Durch den Verkauf der Daten und die Leerräumung von Bankkonten können Hacker in wenigen Sekunden Tausende von Euros verdienen. Kennt man sich mit Computern und der Software, also den Programmen und somit auch Abwehrmechanismen gut genug aus, so steht einem jede Tür offen. Und das Krasse ist, Hacker können mittlerweile sogar über Smartphones agieren. Drogendealer. Na, erinnert ihr euch noch daran, wie ich im Intro gesagt habe, dass man illegal bis zu 420 Millionen Dollar pro Woche verdienen kann? Wahrscheinlich wartet ihr schon sehnsüchtig darauf, dass ich euch verrate, wie das Ganze gehen soll. Also, hier die Antwort. Pablo Escobar hat es uns vorgemacht und ist mit seinem Drogenhandel unglaublich reich geworden. Teilweise fraßen Ratten mehrere Millionen Euro auf oder Escobar vergaß, wo er Teile seines Geldes versteckt hatte. Umso Sorgen frei mit seinem Geld werden zu können, hat er sich aber auch wirklich ordentlich ins Zeug gelegt. Escobar betrieb nämlich groß angelegten und erstmals in der Geschichte auch industriellen Drogenhandel. Hauptsächlich gelangte er aber durch seine Skrupellosigkeit, guten Verbindungen und Kontakten, seinem Ideenreichtum und Ehrgeiz zu seinem Vermögen. Denn ja, auch beim Drogenhandel muss man, wie beim normalen Handel auch, grundlegende Dinge beachten. Die Ware muss beschafft oder hergestellt werden. Dabei muss sie in hoher Qualität zu einem möglichst günstigen Preis produziert werden, um sie mit viel Gewinn wieder weiter zu verkaufen. Hat man dann die Ware, so muss man sie noch an den Mann bringen und sich einen Kundenstamm aufbauen, der möglichst ständig wachsen sollte. Tja, genau so läuft es eigentlich auch im Einzelhandel ab. Also warum nicht direkt mal im Drogenhandel durchstarten? Möchten Sie vielleicht ein paar Cornflakes? Die sind göttlich. Naja, das Problem dabei ist tatsächlich, während Milch, Zucker und Butter legal sind, sind Drogen nun mal illegal und deswegen ist das Ganze zwar ziemlich lukrativ, aber wenn ihr erwischt werdet, landet ihr im Knast. Der Trickbetrüger Enkeltrick. Ach ja, Leute, wie schön ist es doch, sich bei Oma und Opa so richtig satt zu essen. Und dann, zumindest wenn man jung ist, bekommt man am Ende noch den typischen Geldschein von Oma zugesteckt mit den Worten: "Sag's aber nicht Mama" oder "Erzähl Opa nichts davon". Einige Menschen fanden das tatsächlich so cool, dass sie sich gedacht haben, warum sollte man nicht hunderte solcher Großeltern haben? Das hieß ja dann auch hunderte Geldscheine. Ja Leute, so hart wie es auch klingt, es gibt tatsächlich Trickbetrüger, die die Hilflosigkeit und Gutgläubigkeit von Menschen ausnutzen, um sie um Geld zu betrügen. Häufig werden dabei ältere Menschen zum Opfer. Ihnen wird beim sogenannten Enkeltrick oder Neffentrick vorgegaukelt, dass ein Familienmitglied in Schwierigkeiten steckt und dringend Geld braucht, um aus der vermeintlichen schlimmen Lage zu entkommen. Häufig werden die Opfer der Betrüger angerufen oder es wird ein Brief geschrieben. Dort behaupten die Betrüger dann, sie wären die Enkelin oder ein anderer naher Familienangehöriger, der in Schwierigkeiten steckt und dringend Geld braucht. Die Argumente gehen dabei von "mein Auto ist kaputt" über "ich hatte einen schlimmen Unfall und muss den Krankenwagen bezahlen" bis hin zu "ich sitze zu Unrecht im Gefängnis und brauche eine Kaution, um wieder rauszukommen". Haben die Opfer dann diesen Köder geschluckt, so wird die Übergabe des Geldes vereinbart. Ein vermeintlicher Freund des hilfsbedürftigen Angehörigen holt das Geld dann ab. Und ja, ist die Übergabe dann einmal vorbei, so sieht man das Geld oder die Betrüger nie wieder. Ich weiß wirklich nicht, wie das manche mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Naja, weiter geht's. Schmuggler. Könnt ihr gut Dinge verstecken oder Sachen unbemerkt von einem Ort an den anderen bringen? Ja Leute, dann haben wir eine gute Nachricht für euch. Ihr könnt eure Begabung zu einer höchst illegalen Berufung machen. Als Schmuggler werdet ihr nämlich von euren Auftraggebern bezahlt, Waren über Grenzen zu bringen. Manchmal handelt es sich dabei sogar um Menschen oder Organe. Und warum das Ganze? Naja, die Auftraggeber wollen an Waren aus dem Ausland kommen oder sie ins Ausland verschicken, dafür aber keine Gebühren bezahlen. Und manchmal wollen sie auch einfach nur das Gesetz umgehen, wenn es partout nicht erlaubt ist, Waren über die Grenze zu bringen. Und da kommen dann tatsächlich die Schmuggler ins Spiel. Sie tarnen sich und verstecken die betreffende Ware entweder direkt am Körper oder in ihren Fahrzeugen. Meistens sind das tatsächlich LKWs, die nach außen hin ganz normal aussehen. Und ist die Ware klein genug, zum Beispiel bei gestohlenen Edelsteinen oder bei kleineren Mengen Drogen, so kann es schon mal sein, dass die Schmuggler sie tatsächlich in Körperöffnungen verstecken, die eigentlich kein Mensch je durchsuchen will. Ziemlich dumm und eklig, wenn ihr mich fragt. Naja, und weil das halt kein Auftraggeber selber machen will, bezahlen sie einfach Schmuggler mit hohen Summen. Naja, ich hätte da auf jeden Fall keinen Bock drauf.
Auftragsmord. Ja, Leute, wenn man wirklich überhaupt keine Skrupel hat, dann kann man sich natürlich auch für den Karriereweg als Auftragsmörder entscheiden. Ein verfeindeter Gangboss muss aus dem Weg geräumt werden, der Nachbar hat zu viel gesehen, Johnny aus der Parallelklasse ist viel zu nervig. Tja, ein Auftragsmord wäre hier vielleicht die Lösung. Leider gibt es nämlich tatsächlich nicht nur den Mord aus Hass, sondern auch Menschen, die so tief gesunken und so verzweifelt sind, dass sie gegen Bezahlung alles tun würden. Am Ende auch einen anderen Menschen umbringen. Dass das natürlich entschieden zu weit geht, das muss ich glaube ich nicht erwähnen, oder? Auch wenn sich einige der genannten Möglichkeiten, schnell auf illegalem Wege an Geld zu kommen, vielleicht verlockend anhören, so bitte ich euch, das nicht zu tun. Ich meine, klar, natürlich sind es manchmal interessante Gedankengänge und es ist erstaunlich zu sehen, wie Kriminelle Unmengen von Geld in nur kurzer Zeit verdienen. Doch mal im Ernst, das Ganze hat auch eine Schattenseite. Nicht nur, dass ihr damit euch selber oder eure Mitmenschen in Gefahr bringt, früher oder später wird jeder Dieb, jeder Betrüger, jeder Drogenbaron und jeder Hacker geschnappt. Er landet hinter Gittern und sein Geld, das ist weg. Seine Familie möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben, keine Freunde mehr, das ganze Leben ist ruiniert. Und wenn ihr tatsächlich festgestellt habt, dass ihr für einige der kriminellen Methoden die richtigen Fähigkeiten habt, ja Leute, dann solltet ihr euch lieber einen legalen Job suchen, in dem ihr diese Fähigkeiten einbringen könnt. Wenn ihr zum Beispiel gut im Umgang mit Computern seid und das Gefühl habt, ihr wärt auch gute Hacker, dann arbeitet doch einfach für die Polizei, Firmen und Regierungen, um Sicherheitssysteme zu entwickeln, die sensible Daten vor Hackern schützen. Lasst mal ein bisschen Sauerstoff an euren Kopf, an euer Scheißgehirn. Setzt die Käppi ab und die Mütze ab, wenn ich mit euch rede. Wenn ihr gut handeln könnt, macht doch einfach einen eigenen Laden auf. Und wenn ihr überzeugende Texte schreiben könnt, dann werdet doch einfach Journalist oder Politiker. Am Ende ist es auf jeden Fall besser, auf legalem Weg Geld zu verdienen, anstatt sich und andere durch illegale Machenschaften zu gefährden. Und hier haben wir jetzt noch ein weiteres cooles Video für euch am Start. Und daneben könnt ihr unseren Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen.